Auf der Ostseite des Hauptbahnhofs Halle läuft seit 2017 der ICE und Regionalverkehr. Auf der Westseite laufen die Bauarbeiten. Intensiv arbeiten die Bautrupps unter dem Hallendach und am Hallendach, das sozusagen ein Stützkorsett erhalten hat. Einige Pfeiler hängen buchstäblich in der Luft. Projektleiter Stefan Ebersbach hat diese Konstruktion gewählt, um das alte Hallendach von Grund auf sanieren zu können. Das Hallendach haben wir hier eine spezielle Stützkonstruktion gebaut, sodass einzelne Stützen momentan abgefangen sind und noch in der Luft hängen. Dort werden wir jetzt demnächst die Stützen unterfüttern und dann können wir die Konstruktion wieder absetzen und den Bereich zurückbauen, sodass wir Baufreiheit haben, den gesamten Tunnel hier unterm Dach durchzuziehen. Denn der komplette Personentunnel wird neu gebaut, der gesamte Bereich betoniert. Von der unteren Ebene geht es dann später wieder über Treppen und Aufzüge zu den Gleisen. Hier, wo ich gerade runterkomme, wird künftig die neue Treppenanlage zum Bahnsteig hochgehen. Und hier auf der linken Seite sehen wir schon einen fertigen Teil der neuen Personenunterführung. Und wenn wir uns jetzt rumdrehen und hier auf diesen Bereich gucken, sehen wir noch einen eingeschalten Bereich vom nächsten Block. Und weitere Blöcke werden wir jetzt praktisch fortsetzen bis in die Empfangshalle hinein. So wird die westliche Bahnhofshalle Stück für Stück nach oben wachsen, bis zu den Bahnsteigen und Gleisen. Wir stehen jetzt gerade hier auf dem künftigen Bahnsteig. Ich stehe sozusagen auf der Bahnsteigkante auf der künftigen. Hinter mir das neue ICE-Gleis. Und hier wird dann künftig die Treppe runtergehen in den Personentunnel, sodass man dann also hier einmal in die Empfangshalle kommt oder nach links zu den anderen Bahnsteigen. Auf der nördlichen Einfahrt sind die Gleise schon gelegt, die Arbeiten schon weit vorangeschritten. Auch im Vorfeld im Einfahrtsbereich des Bahnhofs. Hier entstehen Schallschutzwände, um die Anwohner dort vor Lärm zu schützen, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist. Im südlichen Einfahrtsbereich entstehen gerade die Bahnsteige. Und wenn man jetzt mal hier schaut, man sieht schon sehr schön, die Bahnsteigkanten wachsen. Das heißt, wir haben die Fundamente hier errichtet und wir setzen aktuell Bahnsteigkanten und arbeiten uns bis in die Halle vor. Der Hauptbahnhof Halle, 1890 eröffnet, ist historisches Gelände. Auch dem wird Rechnung getragen im Bereich des alten Postbahnhofs. Und auf dem Postbahnsteig wird ein Teil aus denkmalschutztechnischen Gründen erhalten werden. Das heißt, dieser Teil, wo wir jetzt aktuell stehen, der wird saniert werden, wird wieder hübsch gemacht werden, wird für die Nachwelt erhalten. Großbaustelle auch rund um die Arkaden, dort wo vor dem Umbau am Bahnhofsvorplatz viele Geschäfte untergebracht waren. Sie werden komplett neu gebaut. Der Plan ist, dass wir Ende 2019 die Geschäfte so weit haben, dass wir sie auch tatsächlich vermieten können und in Betrieb nehmen können. Draußen wird eine historische Fassade wieder entstehen. Und was ganz wichtig ist natürlich, Ende 2019 werden wir hier mit dem Zug drüber fahren. Der 2. Dezember ist das magische Datum, an dem die Westseite des Bahnhofs im Wesentlichen wieder in Betrieb gehen soll. Dann ist auch diese Seite an die Schnellfahrstrecke München-Berlin angebunden und Halle gewinnt als Bahnknoten für den Personen- und Güterverkehr weiter an Bedeutung.